Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer weiteren Let's Play-Reihe von Link's Awakening. In der letzten Folge habe ich 40 Zaubermuscheln gesammelt, um das Master-Schwert endlich zu erreichen. Hier heißt es übrigens Kokolin-Schwert. Ich sage Master-Schwert, weil man das aus den ganzen Zelda-Teilen so kennt. In dieser Folge zeige ich euch, wie wir in die nächste Dungeon kommen. Vorher muss ich noch einen Schlüssel organisieren. Das zeige ich euch natürlich, den Fundort, und lege dann mit der Dungeon direkt los. Viel Spaß bei dem Video. Lasst einen Daumen und ein Abo da, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Feuer frei. Zuerst müssen wir erstmal ins Dorf reisen. Und jetzt wird dieses Teil hier weggeschoben. Das geht erst ab jetzt, beziehungsweise ich glaube, ich bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. Also vorher ging es nicht. Ich glaube, man braucht erst diesen Kraftreif, den wir in der letzten Dungeon bekommen haben. Vorher kann man das nicht wegschieben. Also ich habe es vorher getestet, vorher ging es nicht. Also hat das mit dem Kraftreif sicherlich zu tun. Und dann brauchen wir noch das Lied von der Kleinen hier. Okay, hier passiert noch gar nichts. Okay, dann habe ich mich hier vermacht. Nein, das wollte ich nicht. War es das Falschlied? Oder es war das Froschlied? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, es war doch das Froschlied. Ah, alles klar. Verwechslung. So, mit dem Gockel können wir jetzt an verschiedene abgelegene Orte. Und den brauchen wir, um den Schlüssel zu bekommen. Ansonsten wird das Ganze nichts. So, wir reisen einmal hier hoch. Borishütte, passt das? Oder bin ich hier? Ne, Borishütte sollte passen. Ja, genau. Der hat mich jetzt ernsthaft getroffen. Das Masterschwert ist übrigens wirklich alle Mühe wert, weil man nicht ewig an den Gegnern hängt. Mit einem Schlag sind die meisten Gegner tot. Jetzt habe ich mich mal wieder verdrückt. Ich wollte nämlich den Unterhaken aktivieren. So war der Plan. Nee, stopp. Hier geht's hoch, genau. Kiste da oben haben wir schon. So, als nächstes müssen wir hier hoch. Oh, der... Moment, hier gibt es noch oben eine Zaubermuschel. Aber ich möchte es ungern... Aber ich will jetzt nicht vom Weg abkommen. Also jetzt, hier gibt es noch eine Zaubermuschel, die ich noch nicht geholt habe. So, Moment, das Herz holen wir uns, dann können wir wieder schießen. Jetzt muss ich erstmal überlegen, was hier war. So, wenn wir den Gockel nämlich jetzt aufheben, können wir fliegen.
Und ohne den wird das nämlich hier nichts. Und da ist der Schlüssel. Ach, warum habe ich denn eigentlich nicht meine Feder? Okay, Moment. Na komm. So, da kommen wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen schneller raus. Jetzt muss ich mal gucken, kommen wir von hier aus? Ich glaube, von hier aus kommen wir auch da hin, wo ich hin will. So, hier reagiert. Ach, hier ist er. Jetzt sehe ich sie. Die Zaubermuschel. Alles klar. Also ich rate jedem, der auf der Suche nach der Zaubermuschel ist, es ist gar nicht so verkehrt, nach 20 Zaubermuscheln erstmal in den Schrein zurückzukehren bzw. hinzufliegen. Oder hinzureisen. Und dann bekommt man nämlich den Zaubermuscheldetektor. Man muss sich nicht ewig damit quälen, die zu suchen, wenn man keinen Bock hat, was weiß ich, ein YouTube-Video sich reinzuziehen oder so. Das war doof. So, einfach nur der Vollständigkeit halber. Ich habe zwar schon zwei Gläser voll, aber hier können wir noch eine Bombe hinschmeißen und dann haben wir noch mal einen Feenbrunnen. Moment, nehmen wir gleich mit, dann kann ich wieder schießen. Der Schuss ist übrigens scheinbar genauso stark, wie als würde man mit dem Schwert einen direkten Treffer landen. So, jetzt machen wir mit der Bumerang aus, das ist mal neu noch. Oh, ich weiß jetzt gar nicht, wie der Tempel oder der Schrein oder die Dungeon heißt. So. Einmal manuell speichern, ist nie verkehrt. Ach, die Adlerfestung. Na dann, herzlich willkommen in der Adlerfestung. Aha, ausgetrickst. Oh, die hält deutlich mehr aus. Okay, das ist eine Mumie. Oh, nee, jetzt stand ich irgendwie ungünstig. Oh, ich habe mal ein Talent, das zu verfehlen. Okay, perfekt. Bin gar nicht sicher, ob ich jetzt hier richtig bin. Ja. Ach nee, stopp aus der Kugel. Vielleicht nicht ganz so weit. Okay, perfekt.
sammel doch die Fee ein. Okay. Ach, hier stelle ich mich auch manchmal blöd an, ja, bei diesen Schachfiguren. Die wollen immer nicht da landen, wo sie landen sollen. Na, in die Richtung wollte ich nicht werfen. Danke, Nummer 1. Und Nummer 2, alles klar. Oh, die Map. Okay. Jetzt muss ich mir überlegen, wo es als nächstes hingeht. Wir machen den Schalter, oder lassen wir den unten oder oben? Nee. Ich muss erst die Kugel holen, aber. Ja. Genau. Hä? Wann habe ich denn den ersten getroffen? Keine Ahnung. Also mit dem Masterschwert ist das schon noch eine andere Nummer. Geht das alles etwas, was heißt etwas, deutlich schneller. Okay, wir haben den Kompass. So, jetzt muss ich überlegen, muss ich hier lang oder über die Treppe, ne? Ich glaube, erstmal die Kugel hier rüber werfen. Muss mal aufpassen, dass die nicht in den Abgrund fällt. Oh, Kirby. Was da bloß? In der Dungeon gibt's... Gibt's auch... Eine Dingens? Eine Zaubermuschel? Ach, da oben vielleicht, in der Kiste. Okay. Okay. Ach, jetzt sind wir wieder am Anfang. Nee, dann müssen wir jetzt hier hoch. Hier geht's. Auch nicht. Stopp, dann hier rein. Moment, wir haben doch die Karte. Da geht's da hoch. Wir gehen erstmal hier runter. Alles klar. Na, das wird jetzt spannend. Ah, mit dem Masterschwert geht's ruckzuck, alles klar. Also nochmal der Tipp, holt euch das Masterschwert vorher, das ist echt Gold wert. So, jetzt würde ich erstmal hier lang gehen. Okay. Wie komme ich von dort aus dahin?
wir gucken mal so ein bisschen rum. Da gibt es noch eine Schatztruhe. Ach, stopp, da komme ich nicht durch. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich da am besten... Perfekt. Oder wir gucken erstmal hier hoch. Vielleicht lohnt es sich ja erstmal hier reinzusehen. Nee, okay, kann ich von mir runterspringen. Oh! Spiegelschild erhalten. Du kannst nun Fernangriffe reflektieren. Geil. Ach, na eben. Der Vollständigkeit halber. Moment, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich überhaupt noch rankomme. Ach ja, kann ja runterspringen, ist ja klar. Ich will nochmal hier hin. Und der Boss war. Und dann könnt ihr euch hier runterfallen lassen. Das hätte ich jetzt fast vergessen. Also für alle, die wirklich alle Zaubermuscheln haben wollen. Zack. Lohnt sich. Hat er das eigentlich ausgerüstet, das Schild? Ja. So, hier haben wir noch ein bisschen. Mann, ich vertraue mich jedes Mal. Stopp, falsch. Moment, wo geht's denn eigentlich da hin? Das finden wir später raus. Jetzt will ich mal noch rausbekommen. Stopp, stopp, stopp. Was in der anderen Kiste ist. Ach, das ist doch nicht dein Ernst. Verdammt. Das war doch wohl ein kleiner Umweg. Mich ärgern, oder? Ah, ne, glaube ich. Ne, 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 wir gehen erstmal hier hin. Zack. Zack. Ach, ich muss wahrscheinlich alle mit einer treffen. Gar nicht so einfach. So. Das ist nicht wahr. Mein Gott. Wo stelle ich mich am dümmsten hin? Ich würde sagen, hier hin. Stopp. Wie war denn das hier mit dem? Oder war das? Das ist jetzt mal nur ein Versuch, ich bin mir nicht sicher. Nee. Geht doch. Na dann, ich bezahle dafür. Okay, jetzt können wir erstmal hoch. Ne, stopp.
Nee, richtig. Wir müssen den wieder aktivieren. Jetzt kann ich dann anfangen und die Truhe holen. Genau. So macht Sinn. Na? Oder? Nee. Ich stehe mega auf dem Schlauch. Wie komme ich denn da hin? Noch mehr Power. Mensch. Ich mich denn mit dem Wenn du jetzt mein Schild klaust, wäre ich auch sauer. Okay. Nee, stopp. Dann muss ich hier rein. Geht's ja auch noch lang, oder? Ah, da war ich schon, ja. Perfekt. Ha! So war der Plan. Ach, das ist noch der Schnabel. Aua. So, ich muss noch mal an den Anfang. Ich habe nämlich völlig verpeilt. Moment, dann machen wir es so. Mir den Masterschlüssel zu holen, ich Trottel. Okay, jetzt haben wir den Kollegen. Na, ich glaube, wir reisen noch mal an den Anfang. Na. Genau. Ach, jetzt ist dazu. Das ist natürlich ungünstig. Genau, hier waren wir nämlich noch gar nicht. Das macht Sinn. Ah!
Ach, stopp. Ich habe jetzt mich völlig vermacht. Ich muss noch mal da hoch. Ach, was man nicht im Kopf hat, das nervt langsam. Also die Dungeon ist wirklich ein bisschen sehr kompliziert. Also das muss man vorab mal sagen. Ach ja, gut, das ist sehr gut. Okay, nochmal hier rein. So, ich das nicht nochmal machen, das ist auch schön. Genau, hier ist nämlich noch. Ach, das wäre gar nicht, oder? Moment, ich kann mich ja darüber ziehen mit dem Enterhaken. Ja, perfekt. Warum bekomme ich eine Bombe? Muss ich das verstehen? Ah, jetzt habe ich die Kugel hier nicht. Verdammt. Ich muss mir erstmal überlegen, wie ich die Kugel hierher kriege. Okay. Jetzt muss ich mal überlegen. Nach da glaube ich. Stopp. Ach, verdammt, ich komme jetzt hier nicht hoch. Ich muss von unten runterfallen. Genau so war's. Moment, dann gehen wir hier lang. Ja. Nicht trotzdem, das glaubst du nicht. Obwohl, ich bin genau da, wo ich hin wollte. Sehr schön. Eine Etage hoch, genau. Hier müssen wir hin. Also, das finde ich bis jetzt der komplizierteste Dungeon. Hier kann man echt so viel falsch machen. Das heißt, falsch machen, sich sehr verlaufen. Jetzt haben wir es doch. Ah ne, stopp, wir müssen das Teil da rüberwerfen. Wollt ihr mich verarschen? Geht er weg? Nein! Ich hab den aus Versehen angeworfen. Der will aber auch nicht mehr weg. Danke. Auch wenn wir das schon mal gemacht haben. Nee, stopp. Tja, das tut mir natürlich leid, dass ich das nicht ganz so flüssig abschließe, wie ich das gerne gemacht hätte, aber der Dungeon, also ohne Mist, der ist wirklich, der hat's in sich, der ist wirklich echt sehr, der schneidet zum Verlaufen. Okay, na da bringen wir das doch mal zum Einstürzen hier. Nein. Erst einmal wieder an den Anfang.
muss ich mal überlegen. Also ich werde diese Kiste jetzt hier auslassen. Da ist Medizin drin, und zwar diese welche hier. Da ich die jetzt schon habe, lasse ich die Kiste einfach aus. Also den Weg kann man sich getrost sparen, wenn man diese Medizin nicht haben will oder nicht braucht. Geht's denn eigentlich hier hin? Ah, okay. Ach, das war der Masterschlüssel. Okay. Moment. Nee, ich brauche nicht noch einen Schlüssel. Ja, okay. Ach, jetzt bin ich doch hier. Na egal. Dann sind wir eben hier. Dann nehmen wir es der Vollständigkeit halber mit. Okay, meins. Na, kommst du ja. Also wie gesagt, eigentlich kann ich mir sparen. Ich kann es eh nicht aufnehmen. Aber einfach der Vollständigkeit halber zeige ich's. Und der wird jetzt sicherlich sagen, ist nicht. Man muss nur einmal tragen kann, genau. Und Klappe dazu. So, wo muss ich ihn jetzt eigentlich lang? Stück schon mal falsch ausgerüstet. So. Kopfhörer hier raus. Okay, jetzt sind wir beim Endboss. Schwerer Kampf. Also bis hierhin. Der Teufelsadler. Na los, rauf da. Na, das ist aber frech, wie du hier spielst. Das kenn ich. Alles klar. Also ich betone nochmal, mit dem Masterschwert ist jeder Gegner echt relativ schnell zu besiegen. Ah, sorry, wie gesagt nochmal, diese Dungeon flüssig im Let's Play abzuspielen ist echt eine schwere Nummer. Also hier und da wird ein Cut gesetzt, weil es echt ein bisschen verwirrend ist, um das so flüssig wie möglich aussehen zu lassen. Und da haben wir eigentlich unser Instrument, ein Klavier. Oder Poseidon-Orgel, okay.
Alles klar, das war's von dieser Folge. Lasst gerne wieder einen Daumen und ein Abo da, wenn ihr neu sein solltet. Natürlich den Daumen trotzdem, wenn ihr nicht neu seid. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, ihr schaltet in der 12. Folge auch wieder ein. Oder war das schon die 13.? Ich weiß es jetzt gar nicht ganz genau. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.